Es ist endlich soweit. Ich habe überhaupt keinen Plan vom Schweißen und würde es aber ganz gerne können. Ich habe so Bock, Alter. Ich meine, ich kann ganz gut mit Holz, ich kann ganz gut mit Kunststoff, 3D-Druck, aber wie oft hat man irgendwelche Ideen, wo man sich denkt, oh Mann, dafür müsste ich schweißen können. Bevor man jetzt aber anfangen kann, drauf loszuschweißen, muss man sich noch für eine Schweißart entscheiden. Wusste ich vorher auch nicht. Ich dachte, Schweißen wäre einfach Schweißen. Aber es gibt unterschiedliche Techniken. Es gibt unter anderem Elektrodenschweiß. Da hat man dann so eine überdimensionierte Wäscheklammer in der Hand und da ist so eine Art Wunderkerze reingespannt. Hat den Vorteil, dass es relativ günstig ist und dass du kein Gas brauchst. Ist auch relativ einfach. Aber ein Kumpel von mir hat so ein Gerät und das ist ziemlich tricky, weil du hast dann immer so dieses Teil in der Hand wie der Stift jetzt und damit genau den Punkt zu treffen, ist nicht das geilste Schweißverfahren. Dann gibt's Wickschweißen, da hast du auch einen Draht in der Hand und in der anderen Hand hast du das Schweiß Brenner-Dings. Da schweißt man dann mit der einen Hand, während man mit der anderen Hand den Draht so nachführt. Scheint nach allem, was ich bisher so gesehen habe, die präziseste Schweißtechnik zu sein, aber auch die schwierigste. Aber ich will das ja nur so hobbymäßig machen und jetzt auch nicht so mega oft. Deswegen war Wickschweißen auch schon mal raus. Und dann gibt es noch Mackschweißen. Ich glaube, das ist so die Standardschweißtechnik, die man auch bei den meisten YouTube-Heimwerkern so sieht. Da hast du die Pistole in der Hand, da wird der Draht so automatisch nachgeführt. Du hast eine Hand frei, was ganz cool ist. Gasflasche ist angeschlossen. Ich habe auch immer gedacht, die Gasflasche wäre dazu da, um irgendwie Feuer zu erzeugen oder so. Dabei verdrängt das Gas einfach bloß die Luft, damit die Flamme nicht mit Sauerstoff reagiert, dass das Ganze nicht unkontrollierbar wird. Alles noch gefährliches Halbwissen. Also ich habe irgendwie so den Eindruck, dass das die Schweißtechnik ist, die am leichtesten zu erlernen ist. Wesentlich teurer als Elektronenschweißen ist es auch nicht. Deswegen habe ich mich jetzt für so ein Schweißgerät entschieden und dann habe ich recherchiert, wo muss ich denn das Gas kaufen? Und bei meinen Recherchen bin ich über was gestolpert, was absolut genial klingt. Weil vor Gas habe ich schon so ein bisschen Respekt, ne? Nicht, dass da irgendwie was ausläuft und mir die Bude explodiert und so. Fülldrahtschweißen. Weil bei Fülldrahtschweißen benutzt du das gleiche Schweißgerät wie beim Mackschweißen. Das heißt, ich könnte auf das Gasding noch umsteigen, nur dass du kein Gas brauchst, weil das Mittel, damit die Flamme nicht mit Sauerstoff reagiert, ist im Draht drin. Hat ein bisschen den Nachteil, dass die Nähte nicht so schön werden, aber ich will ja keinen Schönheitspreis gewinnen. Leute, die das richtig erklären, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Ja, und wie immer werde ich in diesem Video herausfinden, wie schwer das ist, ob das Spaß macht, wie viel es kostet und mal schauen, wie weit ich in anderthalb Wochen kommen. So, dann wollen wir noch mal sehen, was die Katze uns vor die Tür gelegt hat. Das ist hier kein Placement für Stahlwerk. Ich habe die sogar angeschrieben und gefragt, ob die mir nicht so ein Schweißgerät so sponsern wollen. Und die haben nie auf meine Mails reagiert. Hm. Die sind weder super günstig, also es ist kein No-Name-China-Schrott, noch sind die so exorbitant teuer wie manch andere Schweißgeräte. Ist auch ein deutscher Hersteller, was mich auch nochmal überzeugt hat. Fülldraht, die hätte ich wesentlich größer erwartet, die Rollen. Ich dachte, das wären so wie 3D-Druckfilament. Schweißhandschuhe, merkwürdiges Messinstrument, Zubehör. Ah, schon mal der Schlauch. Noch mehr Zubehör. Gasschlauch. Ich merke jetzt schon, dass ich mich, glaube ich, ein bisschen besser informieren muss. Ich weiß nicht, wofür das hier ist. Schlackerhammer. Stromkabel. Ah, das ist zum Elektrodenschweißen. Genau, das Schweißgerät kann nämlich auch Elektroden schweißen. Metallbürste. Irgendwelche Kugellager. Das Schweißgerät an sich. Geil, sieht doch professionell aus. Noch ein Trendspray. Düsen für Fülldrahtschweißen. Ein persönlicher Schweißhelm. Schon mal schlecht gemacht mit der Folie, die bleibt überhängen. Da lohnt es sich, glaube ich, echt ein bisschen mehr auszugeben, weil es gibt ja auch für 10 Euro oder so einfach so Masken, die man sich so vors Gesicht hält. Das hier ist eine Automatikmaske, das heißt, da kann man normalerweise durchgucken und dann, also wenn der Blitz kommt, dann schaltet die automatisch auf Verdunkeln. Ich habe das schon mal ausprobiert mit dem Elektrodenschweißgerät mit so einer Billigmaske und das ist halt echt für einen Anfänger, glaube ich, unmöglich damit zu schweißen, weil du siehst ja dann für einen kurzen Moment nichts. Einfach nicht so geil. Muss ich das noch irgendwo anmachen oder was? Ah! Okay. Irgendwas sagt mir, ich sollte die Bedienungsanleitung lesen. Hm. Allein die Maske überfordert mich. Wie ist es dann erst mit dem Schweißgerät? Warum ist der Testknopf innen? Ich kann das gar nicht aufsetzen und gleichzeitig testen. Jetzt ist dunkel. Ja, ich glaube, ich lese mir das hier mal ein bisschen genauer durch. So, ich habe 2 YouTube-Videos geschaut und jetzt bin ich Experte. Als erstes muss man das Gerät aufmachen. So, da kommt der Draht drauf. Dann soll ich das Gerät umpolen, aber es sieht bei mir gar nicht so aus wie bei dem. Hä? Auf jeden Fall soll man es nicht im Strom haben, während man hier dran rumfummelt. Aha. Ah, das ist wahrscheinlich das Kugellager-Dings zum Austauschen. Das ist das hier. So, was jetzt extrem wichtig zu sein scheint, ist, dass man den Draht festhält, weil der sonst komplett abspringt, wenn man den loslässt. Ja, da ist definitiv Spannung drauf. Einmal vorne abknipsen, hier drauf, das hier wieder zumachen. Ey, ich glaube, ich muss das Schlauchpaket noch anschließen, logischerweise. Boah, wie soll man das Teil runterkriegen? Ah, jetzt. Hier sieht man das ganz gut. Der Draht kommt hier an, läuft dann durch dieses Teil hier durch und dann hier über diese Rolle weiter ins Schlauchpaket. Mach hier noch zu. Zack. So, jetzt muss man die Pistole noch so ein bisschen umbauen. Das Teil ist nämlich das, wenn man mit Gas schweißt, brauche ich bloß eins von den Dingern hier.
Da sieht man einen krassen Unterschied. Das hier ist für normales Schweißen und das ist Fülldrahtschweißen. Kommt das hier so drüber? Ich schalte es mal an. Der hat irgendwie 100 Ampere gemacht und 19 Volt, aber ich kann hier gar nicht weniger als 56 einstellen. Ah, ich muss auf, vielleicht aufs andere. Ah, okay. Ja genau, ich muss auf Mix sein. Drück mal hier den Knopf. Geiles Geräusch. Vielleicht habe ich vergessen, das hier wieder festzuziehen. Ich warte darauf, dass der Draht jetzt hier vorne rauskommt. Mama, so lange ist der Schlauch jetzt auch wieder nicht. Da bewegt sich gar nichts. Ah, bewegt sich immer noch nichts. Ah, jetzt. Ja. Offensichtlich muss die Schraube da drin richtig eingestellt sein. Aber guck mal, jetzt habe ich hier ein Stück Testmetall. Ich glaube, jetzt kann ich anfangen zu schweißen. Es hat ja nicht geklappt, das Gerät hier umzupolen. Aber normal würde man das Elektro-Dings auf Minus anschließen. Das bedeutet? Also der hat die Masse auf den Pluspol eingeschlossen, aber mit einer umgepolten Maschine. Genau, und ich muss es einfach an Minus anschließen und dann passt das. So, Alter, ich habe einen heiden Respekt davor. Einer der Nachteile beim Fülldrahtschweißen ist, das habe ich schon recherchiert, es spratzt mehr. Also ziemlich viel so, was sagt man da? Es fliegt halt viel Metallgedöns durch die Gegend. Ich sollte vielleicht einen anderen Pulli anziehen als mein Lieblingspulli. Handschuhe. Okay, das funktioniert nicht. Noch auf Plus. Weil das so viel Spritzer gibt, soll man das mit Trennspray einsprühen. Nun, das funktioniert auch nicht. Das war ja ein Flop. Die einzige Idee, die ich noch habe, ist das hier auf die Minus anzuschließen. Probieren wir es mal so. Ah! Hä? Warum hat das jetzt für eine Minisekunde funktioniert? Oh, warum bin ich so ein Anfänger? Hä, das hat doch gerade kurz gefunkt. Ich war mir eigentlich relativ sicher, dass es so geht, aber jetzt habe ich irgendwie wieder voll Schiss, was fundamental falsch zu machen. Ich glaube, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Und zwar habe ich mich nochmal mit einem Kumpel unterhalten, der schweißen kann. Oder sagen wir, er hat es zumindest schon mal gemacht. Flex habe ich mal da drauf geplottet. Zwar hat er gemeint, dass sich da so eine leichte Patina bildet auf dem Stahl und dann kann das nicht mehr funktionieren mit dem Schweißen, weil ja ein Stromkreis geschlossen werden muss. Schrubbscheibe. Okay, hier gar keinen Ohrenschützer aufsetzen. Ist doch ein bisschen heiß. So, sieht aus wie neu. Jetzt bin ich so gespannt, ey. Ah. Okay. Sagen wir mal so. Das ist ja sauheiß. Irgendwas habe ich noch falsch gemacht. Aber es hat schon mal gebrutzelt, also das ist schon mal ein Erfolg. Ey, nee. Jetzt, wo ich die Schlacke so ein bisschen abgeklopft habe, ich finde, da kann man doch eine Schweißnaht erkennen, oder? Wieder mal ein Beispiel dafür, wie sinnvoll es ist, einfach mal jemanden zu fragen, der sich auskennt. Hatte ich jetzt die Brille unter der Schweißbrille an? Jetzt probiere ich einfach mal, dieses kleine Stück Metall an dieses kleine Stück Metall dran zu schweißen. Und zwar so. Ich glaube, man muss das ausmachen, wenn man hier vorne was abknipsen will. Beziehungsweise ich weiß es halt einfach nicht besser. Deswegen gehen wir mal auf Nummer sicher und wieder an. Wahrscheinlich ist es übervorsichtig, aber wie gesagt, ich weiß halt einfach nicht besser. Ja, Trennspray. Ich habe auch welche gesehen, die sprühen das hier vorne drauf. So, oder? Fühlt sich irgendwie ungut an, hier die Hand so nah da dran zu haben. Kann ich das irgendwie anders festhalten? Nur mit der Zange. Eigentlich muss ich jetzt nur punkten und dann sollte das ja schon halten. Ja? Geil, Alter, es hält jetzt schon. Oh, die Spitze sieht irgendwie nicht so geil aus. Aber weil ich das hier jetzt heiß gemacht habe, verzieht sich das so ein bisschen, weil das ja dann heiß war. Deswegen muss man immer so gleichmäßig von beiden Seiten punkten, sonst verzieht sich das in die eine oder andere Richtung. Rein instinktiv hätte ich jetzt gesagt, das müsste ich ja hier rüberziehen, weil es hier ja heiß war. Und dann zieht sich das so zusammen, aber es hat sich eher in die andere Richtung gebogen. Wow, Alter, wie es hier abgeht, ey. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Kein Bock, dass mir so eine Schweißperle irgendwie irgendwo da rein. So, jetzt hier, machen wir mal eine richtig schöne Naht hier. Ah, ich erschrecke immer, wenn das losgeht. Stickt ganz schön. Ich habe auch gelesen, dass das nicht so gesund sein soll, das Zeug einzuatmen. Deswegen mache ich mal besser hier die Tür auf. Okay, die Handschuhe taugen schon mal nichts. Ich kann das fast nicht anfassen, das ist so heiß. Okay, ich würde sagen, ich habe erfolgreich zwei Metallstücke verbunden. Über die Qualität der Schweißnaht lässt sich noch streiten. Aber es hat funktioniert. Geil. Kann schweißen, kann man jetzt schon sagen, oder? Ey, das ist so viel einfacher, als ich es mir vorgestellt habe. Ey, fürs erste Mal voll okay. Stabilitätstest. Alter, das ist einfach bombenfest. Da bewegt sich gar nichts. Erster Test erfolgreich. So, ich habe hier jetzt noch so ein Reststück Metall vom Schrott. Und es wäre ja jetzt super cool, wenn ich mir aus Schrott was bauen könnte. Weil Schrott ist umsonst. Erstmal die Frage, ob man das Material hier überhaupt schweißen kann. Aber das ist weder Edelstahl noch Aluminium. So viel weiß ich dann doch. Oder? Das ist kein Aluminium, ist es klar. Aber wie erkennt man, was ist der Unterschied zwischen Stahl und Edelstahl? Okay, funktioniert. Hä? Hier fliegt überall in der Luft Zeug rum. Okay. Ist das Schlacke oder? Hä, was? Es
dampft auch gewaltig. Auf jeden Fall funktioniert es schon mal. Ich glaube, ich sollte hier alles aufmachen, wenn ich schweiße. Gucken wir mal, was wir im Lager noch haben. Der Rest von meiner Werkstatt ist ja immer relativ aufgeräumt. Das trifft nicht auf diesen Raum hier zu. Relativ wenig Metall. Oh, nice, aber ich habe noch sowas. Das habe ich halt komplett vergessen. Geil. Da hinten ist auch noch ein bisschen was. Erste spontane Idee, die ich jetzt hatte. Ich nehme dieses Stangenelement. Ich flex mir hier so ein kleines Quadrat aus, damit ich die große Fläche nicht kaputt mache. Vielleicht fällt mir dafür noch was Besseres ein. Und dann flex ich hier von so ein paar Füßchen ab, schweiß die da dran. Und dann habe ich so ein Teelicht-Halterungs-Getränke-Warmhalter. Industrial Style, Künstler, fancy Handwerks-Ding. Ich glaube, das kommt ganz geil. Boah, das kann man voll gut grad biegen. Wie hoch ist so ein Teelicht? Skateboard-Teelichtrollen. Das war ein billiges Projekt. Now back to the good part. Das wird jetzt, glaube ich, schwierig. Ah, ich kann ja gut schweißen. Viel hilft viel. Jo, ich glaube, ich habe mir die Düse kaputt gemacht. Die kann man doch bestimmt auch noch irgendwie retten. Ah, okay. Einfach wieder reingedreht und jetzt guckt der Draht schon wieder vorne raus. Wieder verstopft. Ah, Mann, das verstopft immer. Das hält auch nicht. Bei dem ersten habe ich es so auch hingekriegt. Ich glaube, ich habe den Draht mit der Düse verspeist. Okay, ich glaube, die ist durch. Oh, da war auch nur eine Ersatzdüse dabei. Was kostet wohl so eine Düse? Ja, okay, 10 Stück, 5 Euro. Das war jetzt ein bisschen mit Gewalt, aber es ging. Steht noch nicht ganz gerade. Zum Glück lässt sich das Material so leicht biegen. Oh, lässt sich auch leicht wieder abbrechen, meine Schweißnaht hier. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Wackelt nichts mehr. Cool. Und wenn man von der Perspektive drauf guckt, sieht man auch gar nicht, dass die Beinchen ziemlich schräg da dran geschweißt sind. Und auch die Schweißnähte an sich kann man wohl kaum so nennen. Aber weil das Ding ja so rum dasteht, sieht man das gar nicht mehr. Eigentlich sieht das auch echt cool aus. Also ich glaube, wenn man das so ein bisschen kann, dann kann man echt so einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt aufmachen oder sowas. So, jetzt habe ich aber kein Material mehr und auch nicht wirklich eine gute Idee, was ich damit mache. Deswegen gucke ich mich jetzt mal um, wo man sich Material besorgen kann. Der Vater von einem Kumpel hat mir ein bisschen schweißbares Material zugesteckt. Deswegen steht heute Schweißübung und Schweißpraxis auf dem Stundenplan. Damit ich meinen schicken Tisch aber hier nicht noch weiter versau, lege ich mir hier, glaube ich, eine Unterlage drunter. Ein gerader Schnitt ist noch ein bisschen so das Problem. Da kann es jetzt mal wieder losgehen. Hä? Was ist denn jetzt los? Sicherung ist raus. Hä? Ich hoffe, das war jetzt nichts Gefährliches. Sag mal, warum hält das nicht? Oh, ich glaube, der ist ganz gut geworden. Oh, die ist aber ganz nett geworden. Ah, dumm. Ich habe das Trennspray vergessen. Schon wieder? Ja. Jetzt habe ich mal eine fachliche Frage. Ist schon zweimal die Sicherung rausgeflogen. Ist das irgendwie gefährlich? 155 ST. Ja, der Sicherungskasten ist eigentlich relativ neu. Also es sind so zwei LED-Panels. Die ziehen ja eigentlich nicht so viel. Was für mich hauptsächlich wichtig war, ist, dass ich mich nicht hier irgendwie elektrifizieren kann. Ja? Nee? Ah, okay. Das kann es nämlich echt sein. Mein Kumpel Tommy hatte wahrscheinlich direkt die richtige Eingebung. Es kann ziemlich gut sein, dass es an dieser Kabeltrommel liegt, weil ich die nicht abgerollt habe. Habe ich tatsächlich auch schon mal gehört, dass mein Kabeltrommeln, wenn da viel Last dran hängt, abtrommeln soll, weil wegen Magnetfeld und Schwingung, Induktion und sowas. Es wird zu heiß, also es kann zu heiß werden. Ihr wisst das auch bestimmt. Weiter geht's. Schade, bin schon fertig. Passt jetzt der Stein noch da rein? Geil. Oh, Alter, sieht man das? Es qualmt. Oh, ich habe noch voll die geile Idee. Wenn das nicht mal reingeballert ist. Alter, kannst du drauf grillen. Geil. Kennen Sie das? Ihr Türstopper fliegt immer wild in der Gegend rum und manchmal können Sie ihn auch gar nicht erst richtig finden. Gibt's denn keine bessere Lösung? Die gibt es. Mit dem Türstopper Schrotti 3000 gehören all diese Probleme der Vergangenheit an. Einfach in Position bringen und der Metallhaufen wird Ihre Tür zuverlässig offen halten. Dank der Fußerweiterung A++ auch mit dem Fuß zu bedienen. Staunen Sie über die wunderschönen Schweißnähte und bestellen Sie noch heute. Jetzt habe ich nur ein Problem und zwar habe ich jetzt kein Material mehr. So, ich habe mir ein bisschen Material online bestellt. Der Tipp kam sogar von meinem Chef. Viel günstiger als im Baumarkt und man kriegt es geliefert. Ist auch nett. So, jetzt kann ich weiter üben. Ah, und ich war auf dem Schrottplatz. Da kann man Schrott für einen Schrottpreis kaufen, logischerweise. Da habe ich sehr viel Mist gesehen, aber unter anderem auch das Teil hier. Das sind locker 10, 10,
Wahrscheinlich eher so 30 Kilo. Ja, 8 Kilo werden es sein. Ich habe 2 Euro dafür bezahlt. Ist nur die Frage, ob man es schweißen kann. Ich habe nämlich schon eine Idee, was ich damit mache. Mir dämmert gerade, was ich hier angefangen habe. Ein echt teures neues Hobby. Ich habe mir einen Schweißtisch gekauft. Hat mich einfach genervt, den Tisch hier die ganze Zeit zu versauen, auch wenn es nur eine Opferplatte ist. Wenn ich mal was Größeres schweißen will, dann komme ich mit dem kleinen Blech nicht mehr klar. Und ich hatte ja das Problem, dass ich mit der Flex nie so einen richtig geraden Schnitt hinbekommen habe. Deswegen habe ich mir noch so einen Sägedingsbums gekauft. Ich glaube, man erkennt am Aufdruck vom Karton, dass ich hier eine der teuersten am Markt gekauft habe. Und noch ein paar Schweißdüsen, weil eine habe ich schon kaputt gemacht. Gut, dann bauen wir den Kram mal auf. RIP. Ich hatte auch nur die paar Schräubchen übrig. Ich schweiß jetzt seit 2 Wochen. Ich würde sagen, ich bin bereit für mein Gesellenstück. Und zwar versuche ich jetzt mal was Schönes zu machen und nicht nur Schrott aneinander zu schweißen. Ich habe nochmal Stahl bestellt. Man sieht vielleicht so ein bisschen, dass ich jetzt nicht der muskulöseste Typ der Welt bin. Ich glaube, in der Sportmedizin nennt man das Lauchismus oder so. Das liegt nicht an fehlender Motivation, sondern ich habe noch keine Klimmzugstange. Wenn ich die erstmal habe, dann sehe ich morgen aus wie Tim Wiese. Auf jeden Fall ist es ein mega geiles Projekt, um all meine Sachen, die ich jetzt habe, hier mal auszutesten. Weil mit dem Teil kann ich auch auf Gärung schneiden und so. Und ich muss gut genug schweißen, dass es mein Körpergewicht aushält. Also schon auch anspruchsvoll. Bei dem Schweißtisch waren die coolen Dinger noch dabei. Irgendwas habe ich besser gemacht. Die Schweißnähte sind beim zweiten Versuch einfach so viel besser geworden als beim ersten. Ich meine, zieht euch den Unterschied rein. An der Stelle habe ich sogar hinbekommen, dass man die Schweißnaht gar nicht mehr sieht. Moment der Wahrheit. Mein Gewicht hält schon mal aus. Jetzt muss ich nur anfangen zu trainieren. Sieht auch super aus. Sehr professionell. Ohne Training. Ziemlich gut. Fazit. Die Ausgangsfrage war ja, macht Schweißen Bock? Und ja, es macht ultra Bock. Allein, dass man dann auf einmal Dinge aus Metall bauen kann, das ist so cool. Wenn man mal was bauen will, was ultra stabil werden muss oder wenn man was Witterungsbeständiges bauen will, ist halt bei Holz oder wenn man irgendwie einen Grill oder sowas bauen will, kannst du aus Holz vielleicht auch bauen, aber den kannst du dann auch nur einmal benutzen. Der Vorgang an sich macht halt auch schon ultra Bock, weil du halt Metall schmelzt und so. Das verbindest. Vor allem, weil ich vorher dachte, dass das halt super, super schwierig wäre. Ich hätte nie gedacht, dass ich die Klimmzugstange so leicht hinbekomme. Aber was habe ich ausgegeben? Ich habe ja schon gesagt, teures Hobby. Fürs Schweißgerät habe ich 318 Euro ausgegeben. Die Handschuhe haben 13 Euro gekostet, Schweißhelm 46 Euro, Fülldraht 2 Rollen 16 Euro, Trendspray 8 Euro, Fülldrahtdüsen 12 Euro, Stromdüsen 6 Euro. Der Schweißtisch hat 156 Euro gekostet. Stahl habe ich für 64 Euro gekauft, 2 Euro habe ich auf dem Schrottplatz ausgegeben. Die Metalltrennmaschine hat 64 Euro gekostet, kommen wir auf den Preis von 705 Euro. Und dann brauchst du eigentlich noch eine Flex, die hatte ich halt schon, die hat glaube ich damals so 70 Euro gekostet. 775 Euro also. Also wenn du ein günstigeres Hobby suchst, vielleicht 3D-Druck. In meinem letzten Video habe ich einen Online-Shop aufgebaut und Alter, ich war so überrascht, dass so viele Leute von euch was bestellt haben. Ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, dass ich mehr als 2 von diesen Bildern verkaufe und die waren einfach nach 4 Stunden ausverkauft. Ich war so ultra geflasht. Also vielen, vielen Dank für alle, die da was bestellt haben. Tynusch, ich hoffe, das spricht man so aus.
Klaus hat mich darauf hingewiesen, dass ich das mit der Verpackungslizenz vergessen habe. Es war mir vorher nicht klar, die kostet aber auch nur 25 Euro im Jahr. Die habe ich noch schnell abgeschlossen. Ja, und es gab auch ein paar Leute, die enttäuscht waren, dass es im Shop keine Bilder mehr gibt. Ich habe eigentlich geplant, vor Weihnachten noch mal ein paar zu machen, aber ich komme einfach nicht dazu. Auch das Video hat jetzt 2 Wochen länger gedauert, als ich das eigentlich gewollt hätte. Aber ich gehe davon aus, dass 99,9% sich die eh für sich selber kaufen. Von daher ist es wurscht, ob die vor oder nach Weihnachten noch rauskommen. Da kommt auf jeden Fall noch mal was. Okay, ich hoffe, ich packe es vor Weihnachten noch mal ein Video rauszubringen. Falls es nichts wird, wünsche ich an der Stelle schon mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch, weil zwischen den Jahren kriege ich bestimmt auch nichts gebacken. Und dann sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Oder in einer Woche. Bis dahin.